als wir uns auf den Weg nach Düsseldorf gemacht haben, dachten wir noch, es wird ein ganz normaler Besuch bei Ruben zu Puntke, der den Ruhetag auf dem Sofa verbringt und dementsprechend viel Zeit hat, sich gemütlich mit uns zu unterhalten. So ganz normal wurde es dann aber nicht. Wir haben nämlich nicht einfach nur einen Profisportler kennengelernt, der mal Radprofi war und jetzt den Triathlon-Zirkus aufmischt, sondern einen Mensch, der mit ganz viel Leidenschaft und Leib und Seele und vor allen Dingen Herz bei der Sache ist. Und hoffentlich lernt ihr ihn genauso intensiv kennen, wie wir das getan haben. Eigentlich müssten wir uns mal angewöhnen, dass wir schon, bevor wir uns hier vor die Kamera setzen, die Kameras mal mitlaufen lassen und irgendwie aufzeichnen, worüber wir uns immer unterhalten, bevor es losgeht. Weil wir hatten eine Situation gerade an deinem Küchentisch, die irgendwie was über dich aussagt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was war letztes Jahr beim Ironman 73 Zell am See? Worüber hast du dich da am meisten geärgert? Boah, ja, da gab es eigentlich so einiges. Ich war ja mehr oder weniger dabei, mit dem Wettkampf zu gewinnen. Hatte ja genügend Vorsprung gehabt nach der Wechselzone. Ich hatte mir den Zeh einen Tag vorher gebrochen. Und durch so eine typische Ruben-Tollpatsch-Aktion eigentlich. Und im Nachhinein ist es mir eigentlich eher dann, oder ist es mir dann bewusst geworden, was ich da eigentlich mir verbockt habe mit dem. Mit dem Nichtgewinn und tut noch so ein bisschen weh. Also ich bin noch echt ein bisschen enttäuscht, weil Zell am See ist halt ich denke schon eigentlich ein sehr bekanntes Rennen in der Triathlon-Szene und aber wenn man da so rumspazieren geht wie ich im Halbmarathon, dann hat man den Sieg auch eigentlich nicht verdient, trotz gebrochenen Zeh hin oder her. Aber war ganz schön. Ziemlich doof und natürlich gerade in so einem Rookie-Year, sage ich mal, um da so ein Ding abzuschießen. Da hat man schon geil gewesen. Ja, da hat man nochmal einen ganz anderen Standpunkt eventuell. Und ich bin da noch ein bisschen, traue dem noch ein bisschen so hinterher, aber habe da eigentlich auch jetzt so mit abgeschlossen und versucht da weiter dran zu arbeiten. Bist du so ein Typ, der schon so mit sich hart ins Gericht geht, wenn was schief läuft? Ich meine, okay, sich vor dem Rennen den Zeh zu brechen am Tag vorher ist tollpatschig oder blöd, ja, auch keine Frage. Aber irgendwie hört sich halt nicht so an, ja, abhaken und weitermachen, sondern so, dass du halt schon irgendwie mal ein ernstes Wörtchen mit dir selbst sprichst, irgendwie, wenn was schief gelaufen ist. Ja, es geht. Also ich kann eigentlich damit der Situation ganz schnell abschließen. Also an für sich, dass ich mir den Zeh gebrochen habe, ja, scheiße gelaufen, egal, mache ich jetzt halt das Beste draus. Habe ich ja eigentlich dann auch gemacht im Schwimmen, mit der ersten Gruppe, mit Florian Angert und den ganzen Schwimmcracks aus dem Wasser zu kommen. Gerade wenn man noch nicht so lange schwimmt, ist das eigentlich ganz cool gewesen. Radfahren war ja natürlich auch super. Ich habe dann schon ein bisschen länger dran gehadert auf jeden Fall, weil ich das auch auf jeden Fall noch länger gemerkt habe. Ich habe bis zum halben Jahr noch gemerkt, weil es... Da macht man ja auch eigentlich nichts und die Ärzte haben auch gesagt, ja, da kann man jetzt auch nichts richten oder so, der wächst alleine zusammen, der Zeh. Und auf jeden Fall wollte ich dann eigentlich nochmal einen guten Abschluss haben, auch bei Challenge Davos, aber dann war es auch wieder, es hat daran gelegen, dass ich nicht gut laufen konnte und die Wochen davor auch nicht laufen konnte durch den gebrochenen Zeh und da hatte ich dann schon ziemlich dann an den vergeudeten Chancen, sage ich mal. Wie sieht das aus, wenn ein Profi, in dem Fall du, ein Rennen analysiert und halt feststellt, du stellst ja, das war gut, das war aber schlecht. Ist es dann so, dass du das so mit dir selber ausmachst oder wie sieht so eine Rennanalyse oder auch eine Analyse von einer wichtigen Trainingseinheit aus? So ist es dann immer, ich meine, man kennt es von sich selbst, man ist dann auch gerne mal emotional bei der Sache und sagt dann so eine Scheiße und pfeffert irgendwie den Helm in die Ecke und ist dann irgendwie abgefuckt davon. Wie emotional bist du bei solchen Sachen? Schwierig. Ich glaube, dass ich nicht sehr empathisch bin. keine Ahnung. Das fehlt mir sogar, würde ich eigentlich eher sagen. Also ich sag mal, das, was andere Sportler haben, so gerade der Kine, da finde ich es mal sehr bemerkenswert, oder beim Jan auch, dass sie diesen absoluten Killerinstinkt haben und da analysieren die natürlich jedes kleinste Detail. Und ich sehe da auch bei mir eigentlich das größte Potenzial zum Beispiel. Ich weiß nicht wieso oder weshalb ich da so ein bisschen empathielos bin oder
das, diesen Drive nicht habe, sondern ich nehme das immer alles so hin und dann bin ich damit zufrieden oder halt auch nicht und traue eher da länger drüber nach und dann entwickle ich erst vielleicht einen Ehrgeiz. Aber der hält dann auch sehr, sehr lange an. Aber ich bin jetzt auch nicht sofort derjenige, der dann so nach dem Rennen kommt, dann sofort alles erstmal hinschmeißt oder beziehungsweise alles neu versucht auszurichten, weil es hat ja eigentlich bis dahin alles gut funktioniert und dann halte ich auch eher daran fest, zu sagen, es hat doch eigentlich alles funktioniert, nur auf das kleine Detail eventuell nicht und dann versuche ich das langfristig dann zu ändern. Kann das auf Außenstehende so wirken, als wäre dir das gleichgültig? Also es hört sich es hat ein bisschen was von Melancholie, ja. Sozusagen, okay, ich weiß, das war jetzt nicht so und dann ist es aber halt so und ich traue dem aber danach, ohne dass dann der Killerinstinkt einsetzt, den du angesprochen hast. Ja, bei mir ist das eher so eine langfristige, wie gesagt, es ist so eine langfristige Entwicklung bei mir. Diesen absoluten Killerinstinkt, den habe ich nicht oder noch nicht. Ich bin schon wieder, also den hatte ich mal so, als wo ich nach der Radprofi-Zeit war oder bevor ich Radprofi geworden bin, hatte ich den so absolut und jetzt gerade merke ich das, dass ich eigentlich wieder da daran ansetze. Das ist für mich so ein gutes Zeichen, aber es ist ja wirklich so ein sehr langfristiger Zeitraum, wo sich das sowas entwickelt, weil für mich das auch dann eher dann auch nachhaltig ist. So ein Prozess dann, ja. Genau, weil ich finde halt, man kann nicht von einem auf den anderen Tag irgendwie seinen Charakter ändern. So, also ist das bei mir. Und bei mir ist dann sowas, was mich motiviert, dann zu sagen, Hawaii 2022 bin ich dann da, hab mich bis dahin entwickelt und dann bin ich auch der Beste. So. Aber nicht zu sagen, ja, jetzt bis zum nächsten Wettkampf will ich das und das umschmeißen und dann ist das für mich aber nicht nachhaltig, weil ich das einfach so kurz einmal umgekrempelt habe und dann kann ich eventuell wieder direkt in dieses Stigma, wie ich das, was ich davor hatte, wieder reinfallen, sondern versuche ich das eher langfristig anzuziehen oder zu verbessern, zu optimieren. Gibt es auch 1000 Beispiele für. Und, wenn du ein Beispiel rauskramen müsstest, also ist ja irgendwie, Aufgabe ist ja auch so ein bisschen was über deinen Charakter zu erfahren. Die einfache Frage wäre jetzt gewesen, wie ist denn dein Charakter? Aber vielleicht hast du irgendwie 1-2 Beispiele parat, woran man das dann irgendwie veranschaulichen kann. Ja, von meinem besten Kumpel, die auch Triathlon machen, war das beste Beispiel Challenge Heilbronn letztes Jahr. Super Wettkampf. Leider, dass es den nicht mehr, schade, dass es den nicht mehr gibt. Flaschen auffüllen. Ja, dann mache ich halt Pi mal Daumen, schütte ich da irgendwie mein Kohlenhydratengetränk rein. Und die haben mich verdutzt angeguckt und haben gesagt, ja, weißt du, das kann jetzt auch zu viel sein oder zu wenig. Und dann sagt er, ja, ist mir egal, es schmeckt so. Das ist so ein bisschen mein Charakter. Hat natürlich, also klar, ein Jan, ein Sebi oder ein Sanders, die würden das nicht dem Zufall überlassen. Aber das ist so ein bisschen so mein Charakter, so. Vielleicht ein bisschen auch, wie nennt man das? Lapidar. Ja, oder naiv. Keine Ahnung. Also so, es ist halt immer gut gegangen und irgendwann geht es halt nicht mehr gut und dann werde ich was ändern. Ist jetzt klar, also jetzt wie mit Zell am See, das ist durch reine Tollpatschigkeit habe ich mir den Zeh gebrochen, was man auch hätte vermeiden können. Aber ja. Gut, das sind Kleinigkeiten, aber die sind ja irgendwie das, was dann so sinnbildlich für solche Sachen steht. Ja. Wenn du jetzt das so erkennst und du stellst fest, okay, das ist was, daran muss ich arbeiten. Ja. Wie geht das dann? Also jetzt warst du so nach der ersten Triathlon-Saison, hast du ja auch dann erstmal da dein Netzwerk aufgebaut. Also du bist da ja so ein bisschen als der Fremde reingekommen und warst dann aber auch direkt irgendwie mittendrin. Also das Thema, wie man irgendwie vom Ex-Radfahrer zum Schwimmspezialisten mutiert, da können wir nachher auch nochmal drüber quatschen, aber es ist ein anderes Feld. Aber du kommst irgendwie in den Sport rein, hast aber keinen Background, hast auch keinen Rückhalt so richtig. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass du zu einem Wettkampf gehst und direkt 100 bekannte Leute triffst, wie das irgendwie eben anderen Profis geht, die, weiß ich nicht, schon zum 8. Mal bei irgendeinem Rennen starten und dann eine ganz andere Verbundenheit zu haben. Und wenn es dann so ist, du stellst fest, okay, ich brauche hier und da Hilfe oder ich habe hier und da Schwächen. Wie arbeitest du dann da dran oder was hast du jetzt dann quasi für Schritte in die Wege geleitet? Ja, also ich habe auch schon öfters mit dem Sportpsychologen zusammengearbeitet. Gerade auch in meiner neuen, noch, sag ich mal, vor meiner, ich sag mal, Übergangsphase zwischen Radprofi und Triathlon-Profi. Generell setze ich mich sehr viel mit mir selbst auseinander. Aber meine Eltern, gerade mein Vater auch, der ist der sehr rational und beobachtet das von außen. Und sagt, ja, warum stehst du erst 1,5 Stunden vom Wettkampf auf? Das war Gdynia. Das war so
super Radfahrt eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, also, okay, Jan war trotzdem schnell, aber mega der verkorkste Wettkampf auch, weil ich halt dann wieder so, ich war mehr oder weniger, ich habe es mir auch wieder zu einfach gemacht zum Beispiel. Ich war ja, Fußweg 5 Minuten vorm Start in Gdynia. Dann denkt man sich, ja, kann ich halt noch ein bisschen länger ausschlafen. So. Aber dann kommt natürlich das Müsli hoch, ist ja klar. Ne? Und dann. Ist ja klar. Ja, aber in der Sekunde habe ich nicht dran gedacht. Und ja, dann habe ich mir quasi so einen, sage ich mal, so einen Countdown-Plan entwickelt. Ja, 3 Stunden vorher aufstehen mindestens. Und daran halte ich mich jetzt und merke eigentlich, wie auch dann sowas dann fruchtet in der Performance. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt so manche Leute, die das jetzt hören, wie du darüber sprichst, denken so, ach krass, was ist das für ein Typ? So, ne? Also, weil ich glaube, für Leute, die halt länger Triathlon machen, ist sowas selbstverständlich. Aber man muss ja dazu sagen, du hast keine Triathlon-Schule hinter dir. Also du machst ja jetzt diese ganzen Erfahrungen so zum ersten Mal. Gibt es irgendwas, wo du sagst so, ah, davor habe ich auch noch so ein Stück weit Bammel oder echt Respekt auch im Triathlon, weil dir da halt auch die Erfahrung fehlt? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, 2019 war ein super Jahr für mich, gerade zwischen, also ich war noch in der Ausbildung als Physiotherapeut, mehr oder weniger ich nur Halbtagsprofi oder noch eigentlich noch nicht mal. Kam dann vielleicht auf 15 Stunden Training, was natürlich auch schon viel ist, aber jetzt für, wenn man da ganz vorne irgendwie mit konkurrieren möchte, ist das eigentlich sehr wenig. Von daher habe ich da, also was mir immer noch so ein bisschen Sorgen bereitet, ist zum Beispiel, mir ist das also sehr leicht gefallen, es hört sich auch sehr wahrscheinlich sehr überheblich an, aber also ich meine, das Schwimmen, da habe ich eigentlich nie viel für investiert und bin eigentlich vorne da schon, sage ich mal, dabei, oder nicht dabei, aber ich bin in der Nähe und Radfahren ist ja klar und Laufen, ja, das entwickelt sich jetzt so gerade und klar, Buschütten, da Dritter hinter Jan zu werden oder den eigentlich da auch auf die Füße zu hauen auf dem Rad und den ersten Laufkilometern, also das, da war ich ja noch Zweiter platzierter hinter ihm. Ich habe da nicht viel für irgendwie, wie soll man sagen, aufbringen müssen. Mhm. Das lief einfach. Ist natürlich auch natürlich mit viel Glück auch irgendwie das zu tun. Gibt es sowas wie Talent? Das ist, glaube ich, so eine auch grundlegende philosophische Frage im Sport. Gibt es Talent und was ist das? Auf jeden Fall, würde ich sagen. Bei mir ist es wahrscheinlich die Sauerstoffaufnahme oder mein Motor, den ich habe, vielleicht bin ich doch deswegen so gut im Wasser oder Körperform. Dass du irgendwie offensichtlich schnell und gut weiß ich nicht, Bewegung annehmen kannst und technisch das Verständnis auch dafür hast und das Körpergefühl. Ja, also zum Beispiel, wenn ich eine Bewegung nicht verstehe, das ist so für mich das nervigste Gefühl. Ja. Also wenn ich irgendeine Übung machen soll im Schwimmen oder so, dann stehe ich da und verstehe die nicht und dann ist das so für mich wirklich, das nervt mich total. Also ja. Das nervt mich noch mehr als, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo eigentlich einen Wettkampf verliere, wenn ich irgendwas nicht verstehe, gerade eine Bewegung. Und klar, dass ich da bestimmtes Bewegungstalent auf jeden Fall mitbringe. Natürlich habe ich diese ganze Schule nicht mitgemacht. Deswegen bin ich jetzt auch froh, das jetzt nochmal alles so zu lernen oder auch mir dann die Zeit zu geben, zu sagen, ich gebe mir die Zeit, da hinzukommen und dafür sind halt auch Fehler auch notwendig, um sich dann zu verbessern. Man kann natürlich nicht direkt da stehen, wo Jan steht. Das ist natürlich mein Ziel, irgendwann da irgendwie von der Performance-Sicht da ganz oben zu stehen oder vom Erfolg. Und ja, da sind halt auch Fehler mehr oder weniger auch notwendig, um zu merken, was muss man im Training oder im Alltag ändern. Und ein guter Spruch eigentlich noch aus meiner Radsportzeit war, wo ich noch bei Rabobank war in Holland, man ist halt den ganzen Tag, die Woche lang halt Radprofi. Da gibt es so einen niederländischen Satz. Das will ich jetzt nicht sagen. Komm mal raus. Nee. Und doch, wir gehen hier in die Kameras nicht aus, bevor du ja, das ist jetzt kein, hier gibt es jetzt nicht den Spruch, aber der hat gesagt, ihr bin altijd Wielrenner. Also du bist ganz Zeit Radsportler. Ja. Das ist, fängt halt damit an, wie du ins Bett gehst, wann du ins Bett gehst, wie du dich ernährst. Mit Leib und Seele Sportler. Genau. Und für meine Mutter zum Beispiel war das, weiß ich noch, wo ich dann immer zu Hause war, war das die reinste Katastrophe, weil ich einfach eigentlich nur im Bett lag oder auf dem Fahrrad oder nur gegessen habe. Ja. So, und als Triathlon
Profi oder macht man, hat man natürlich drei Sportarten am Tag. Also super schön für deine Mutter, jetzt gehst du mal schwimmen, jetzt gehst du mal schwimmen und laufen. Aber man liegt ja eigentlich doch nur auf der Couch oder im Bett, ne? Und versucht eigentlich das Optimum rauszuholen. Und kommst du langsam dahin, dass du das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt auch so All-Time-Triathlete? Ja, es ist noch merkwürdig, jetzt auch gerade natürlich wegen der besonderen Zeit. Aber doch, ich denke, dass ich mich da auf jeden Fall in die Richtung entwickle, zu sehen, dass ich jetzt wirklich, dass es ein Beruf auch ist. Mhm. Na, weil ich, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch selbstständig, muss ja irgendwie auch das, die finanziellen Mittel reinholen, die man zum Überleben braucht. Und deswegen muss man halt auch dann nicht so wie in den Radsportzeiten, wo man eigentlich dann sein Jahresgehalt dann bekommen hat und dann war gut, sondern man muss halt, ja, aber das ist auch nicht der Hauptgrund, aber es ist halt so wirklich, ne, man muss den Lifestyle auch dann wirklich leben. Ja. Und ich, wie gesagt, ich war ja auch in Girona über den Winter und habe ja auch den Jan trainieren gesehen. Und da sieht man das halt, dass wirklich auch wirklich das Familiäre um ihn herum so strukturiert ist, dass er seine Performance abrufen kann. Ne? Und klar, ich habe jetzt keine Kinder oder so, aber das muss man auch dann mit seinem, also ich muss mich mit meiner Freundin dann auch klären, um zu sagen, ja, wenn ich in den Urlaub fahre oder wenn du Urlaub hast, dann fahren wir zum Beispiel nach Girona, weil zum Glück die Grenzen ja jetzt wieder öffnen. Da muss man auch dann sagen, ich werde dann am Tag 4 Stunden trainieren. Ne? Und das habe ich auch am Anfang gesagt, dass es dann eher schwierig ist, auch mit einem Sportler oder Profisportler gerade, den, ja, sag ich mal, oder solche Ziele hat, oder generell, das machen ja auch Amateure, dass das schwierig ist, ne? So dann auch ein Beziehungsleben zu führen, aber sie unterstützt das total und da bin ich auch super happy mit. Ja. Im Radsport ist es ja so, irgendwann weißt du, was du kannst. Ne? Du gehst in ein Rennen und weißt auch, in der Situation kann ich so und so agieren, dann kommt mir das entgegen und spiel mir die Karten und wenn das heute irgendwie nicht ganz in die Hose geht, kann ich hier erfolgreich sein. Jetzt ist es im Triathlon ja noch nicht so, weil dir die Erfahrung fehlt, so ein Rennen irgendwie zu lesen und zu verstehen. In Heilbronn warst du auch ganz davon überrascht, wie Sebastian Kienle Radfahren kann in Abfahrten und sowas. Das heißt, irgendwie gibt es da noch Überraschungsmomente. Weißt du schon, was für dich möglich ist im Sport oder ist das so das große Fragezeichen? Also, es ist so eine Perspektive eher. Also ich denke, dass ich erfolgreich sein kann. Was ja auch die Trainings oder der Trainingszustand irgendwie bei einer Leistungsdiagnostik diagnostiziert oder ja dann auch irgendwie eine Richtung richtunggebend ist. Aber der Wettkampf, wie gesagt, ist halt immer noch was ganz anderes. Da kann man halt immer von Überraschungen überrascht werden. Und ja, also ich spiele natürlich mit dem Gedanken, irgendwann Hawaii zu gewinnen, aber es gibt ja auch auf der Welt 1000 andere gute Triathleten. Also ich bin ja nicht der Einzige. Und das ist also das absolute Fragezeichen, wie entwickle ich mich und wie entwickeln sich die anderen Sportler auch. Und das ist halt immer dann dieser Reiz, warum man dann vielleicht dann doch nochmal eine halbe Stunde länger im Wasser bleibt oder Stabis macht oder mal die Schokolade weglässt. Genau. Die einfachen Dinge im Leben. Bevor wir uns gleich auf den Weg machen und hier noch ein bisschen über deine Radsport-Vergangenheit an den Knackpunkten auf der Strecke nochmal sprechen, definier mal, was für dich Erfolg bedeutet. Das heißt, was wäre für dich Erfolg, wenn wir in 10 Jahren wieder hier sitzen und über deine Triathlon-Karriere sprechen würden? Boah, das ist schwierig. Also ich habe meinen Plan so für mich, wenn ich den so erziele, wie ich das mir wünsche, dann kann ich, glaube ich, von Erfolg sprechen. Aber jetzt Erfolg ist auch nicht für mich, wenn ich einen Wettkampf gewinne oder Zweiter werde oder Dritter werde, sondern ich muss ja eigentlich, im Vordergrund steht eigentlich, dass ich und meine Liebsten glücklich sind. Und natürlich bin ich auch glücklich, wenn ich einen Wettkampf gewinne, wenn meine Freundin dabei ist oder wenn man hat eine schöne Zeit im Urlaub, dann ist das ja auch Erfolg. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin nur dann erfolgreich, wenn ich Hawaii gewinne, würde ich jetzt nicht sagen. Und das ist eher so mein Ziel und alles, was ich dazwischen auch erreiche oder dieser Weg, das ist für mich dann Erfolg, weil es auch mega Spaß macht natürlich. Und
so an für sich würde ich, könnte ich das nicht definieren, was für mich Erfolg ist. Und der Masterplan, wird er verraten oder bleibt er unter Verschluss? Ja, natürlich ist Hawaii so das ganz große Ziel. Das ist klar. Aber nicht dabei sein ist alles? Nein. Nee, das wäre auch zu langweilig. Also das, ich will dann schon wirklich versuchen, jedes Prozent rauszuholen, um so weit wie möglich vorne anzukommen. Traut man sich als Profi eigentlich nicht zu sagen, ich möchte das Rennen gewinnen? So? Was sind natürlich möchte ich das gewinnen, aber ich weiß es halt, man weiß ja, welche Sportler es alle gibt. Und ich würde jetzt mich nicht über die stellen und so sagen, ich werde ihn schlagen, sondern es ist so, ich möchte ihn für mich gewinnen. Natürlich muss ich anderen Sportler damit schlagen, aber es ist so, das ist für mich nebensächlich, sondern ich möchte meinen Weg haben, den dann erreichen, indem ich auch Hawaii gewinne natürlich. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt nicht diesen Killerinstinkt und ich möchte jetzt, oh, ich möchte den Kienle am besten, weiß ich, zerstören auf dem Rad und dann noch allen weglaufen. Also sowas will ich, also sowas kann ich auch nicht äußern. Also du hast eigentlich du hast keine Feindbilder in den Athleten, sondern es geht halt um dich und deine Leistung und genau. Die soll so gut sein, dass du das Rennen gewinnen kannst. Ja, was für mich immer so auch so eine Motivation ist, ist halt, jeder Wettkampf ist für mich meine eigene Leistungsdiagnostik. Ich will meine besten Werte erreichen im Schwimmen, im Radfahren und im Laufen. Und wenn ich dann mit Erster werde, dann ist das ziemlich cool und ich freue mich natürlich. Und das motiviert mich halt viel, viel mehr, weil es halt meine eigene Leistung ist, als zu sagen, ich möchte nur den und den schlagen. Natürlich gibt es auch Sportler, die ich jetzt nicht so mag. Klar, da freue ich mich auch natürlich, den vor denen zu sein. Oder ich ärgere mich da dann noch man mehr. Sich dann, da freut man sich doppelt. Ja, natürlich. Oder ich ärgere mich noch mehr, wenn ich hinter denen bin. Ja. Das gibt es natürlich auch. Aber es ist jetzt nicht so mein absoluter Drive, um zu sagen, deswegen mache ich den Sport. Sondern ich will eigentlich nur meine eigene beste Leistung über den Zeitraum ist auch im Training. Ja, also jedes Training will ich halt die Einheit mit dem bestmöglichsten Sinn oder Zweck halt trainieren, ja. Um dann natürlich auch den besten Fortschritt von zu tragen. Und ja, deswegen diesen absoluten Killerinstinkt, wie man vielleicht von Lance Armstrong kennt, ne, sozusagen, ich möchte, wenn ich dich besiege, möchte ich dich auch gleichzeitig, weiß ich, über die Klippe werfen, so dieses absolutes, diese absolute Dominanz, ich finde, die braucht man nicht. Und die ist auch eigentlich fehl am Platz gerade. Ja. Und nee, ich möchte eigentlich meine eigene beste Leistung abrufen. Und dafür auch, wie gesagt, dann ärgert mich auch sowas wie Zell am See, dann zu sagen, ja, da war man eigentlich weit von seinen besten Möglichkeiten. Ja. Und daraufhin ärgert mich auch dann, dass ich den Wettkampf nicht gewonnen habe. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja. Ja. Machen wir hier einen Punkt und gehen noch ein bisschen raus. Ich hätte noch eine Bitte, ja. Dass du uns noch ein Lied auf der Gitarre spielst. Nee. ist nur Zierde, oder was? Ist nur Zierde, genau. Schade. Jetzt sind wir hier ein bisschen unter Männern und man kennt das ja aus dem Training. Es gibt ja irgendwie dann die Momente, wo dann mal unter der Sonnenbrille so das Tränchen kullert und man tut so, ja, ich habe Fliege ins Auge gekriegt. Wo sind wir hier? Ich meine, der Ort ist schon dann doch ein bisschen was Besonderes für dich. Erklär mal ganz kurz, was das hier ist und ob da auch schon mal so die ein oder andere Träne hier kullert, wenn du an das hier denkst. Ja, wir sind bei der Bergwertung der Tour de France, die 2017 in Düsseldorf gestartet ist. Quasi eigentlich auch mein Hausberg, wenn man so will. Also jedes Training, was ich auf dem Rad oder beim Laufen absolviere, geht durch dieses Waldstück oder über diesen Berg. Da wird man natürlich täglich, wenn nicht zwei- oder dreimal daran erinnert, dass hier die Bergwertung ist. Und gerade als Düsseldorfer die Bergwertung am Hausberg zu haben, ich glaube, diese Chance, die gibt es halt nur einmal im Leben. Tut das dann weh, wenn du hier jedes Mal lang musst und so? Oder ist es dann irgendwann auch egal? Nee, es tut noch weh, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde eigentlich in jedem Training daran erinnert. Dass ich quasi die Chance irgendwie auch vertan habe oder dass es die nicht mehr gibt, dass es die nur einmal gegeben hat. Und das werde ich eigentlich täglich daran erinnert, ja. Ich glaube, da macht es Sinn, wenn wir noch ein bisschen länger drüber quatschen, weil wir müssen einmal umziehen, weil hier zu viele Autos fahren. Machen wir weiter an ruhigerer Stelle. 500 Meter weiter, wir sind umgezogen von der Straße, wo es gerade ein bisschen laut wurde. Die ist jetzt so
quasi da und jetzt sind wir hier am Trotzkopf in deinem Trainingsgebiet und Laufrevier. Du hast uns gerade schon irgendwie mal gesagt, ja, hier laufe ich immer, da komme ich runter, da laufe ich wieder hoch. Training und so ist ein Thema für ein andermal, für nächstes Mal vielleicht, wenn wir uns treffen. Lass uns irgendwie mal über deine Radsport-Vergangenheit sprechen, weil irgendwie, wenn man dich verfolgt und so, dann weiß man das. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Video auch einige sehen, die das vielleicht nicht wissen. Und jetzt hast du gerade schon, als wir bei dir zu Hause saßen, ab und zu ja mal gesagt, ja, in meiner Zeit als Radfahrer, als ich noch Rad gefahren bin und so. Erzähl doch mal, was das bedeutet. Also du bist ja jetzt dann nicht irgendwie irgendein Radfahrer gewesen, sondern hast da ja was zu erzählen. Ja, wo soll ich anfangen? Es fing eigentlich da mit dem Gardasee-Urlaub an. Ich bin mit meinen Eltern zum Gardasee gefahren, Campingurlaub, Sommerferien. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2004, 2005. Ja, auf jeden Fall haben wir die Tour de France zufällig gesehen und dann war ich halt angefixt. Und dann wollte ich am Gardasee die ganze Zeit Rennrad fahren und kam dann mehr oder weniger nach dem Urlaub nach Hause und habe mir von meinem eigenen Taschengeld dann ein Rennrad gekauft und so fing es halt an. Damals habe ich noch Feldhockey gespielt, auch gar nicht so schlecht und was mir auch eigentlich mehr Spaß gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann fährt man natürlich mal sein erstes Rennen und dann ist natürlich auch der Ehrgeiz irgendwie geweckt gewesen und dann fing es mit dem Radfahren an und dann ist halt die nächste Stufe dann irgendwann mal nicht abgehangen zu werden. Dann die nächste Stufe ist dann mal ein Rennen zu gewinnen, das habe ich dann auch relativ schnell gemacht. Also in den Nachwuchsklassen, ich war denke ich so 14 war ich, genau. Und ja, dann habe ich glaube ich in meinem ersten richtigen Jahr habe ich irgendwie 16, 17 Radrennen oder sowas gewonnen. Und dann wird natürlich irgendwann der NRW-Kader dann auf dich aufmerksam und dann die Nationalmannschaft und dann will man es halt irgendwann als Beruf machen. Und dann mehr oder weniger bin ich seit der U17 in der Nationalmannschaft gewesen, bei Weltmeisterschaften unterwegs gewesen, Europameisterschaften, Nation Cups Rennen und habe da viele Erfolge gehabt, auch mehrmals deutscher Meister geworden, auf der Bahn vor allem auch. Also meine Ursprünge sind eigentlich auf der Bahn, auf der Radsportbahn. Und dann will man dann irgendwann Radprofi werden und dann bin ich... Bist halt Radprofi geworden. Bin ich Radprofi geworden, ja. Wie hat das funktioniert? Das ist ja nicht so, ja, Berufswunsch, Radprofi, ich trainiere mal ordentlich, sondern da gehört ja irgendwie auch mehr dazu. Wie war dann der Weg in den Profi-Radsport? Ja, also ich hatte halt, wie gesagt, dieses gewisse Talent auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich keine Ahnung vom Radsport. Meine Eltern hatten... Ähnlich wie im Triathlon. Ja. Meine Eltern hatten nichts mit dem Radsport am Hut, außer dass sie mal damals Jan Ulrich mal verfolgt haben natürlich. Und mein Vater das so manchmal geguckt hatte. Da habe ich noch ein paar Erinnerungen noch. Wie wir zusammen Tour de France geschaut haben, bevor ich selbst noch Radfahrer war. Ist ja klar, dann hatte ich die ersten Rennen gewonnen, immer auf so eine Art und Weise, ja, der Ruhm hat keine Ahnung, immer auf die Brechstange. So, ich habe ja immer das Hauptfeld quasi, oder die Verfolgungsgruppe habe ich immer überrundet, also ganz alleine ausgerissen, so wie ein Zeitfahren halt. Und dann war ich natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich, war ich vom biologischen Alter etwas älter als die anderen Jungs in den Klassen. Und ja, dann... noch ohne, das gewisse Talent dazu. Und ohne dann, Sinn und Verstand zum Erfolg. Sozusagen. Genau, und das ist eigentlich so meine Radkarriere eigentlich. konnte ich das nie so von mir abspülen oder abstreiten. Also es hat so ein bisschen auch so meine Karriere verfolgt. Immer so mit Talent eigentlich, immer nur gerade so überlebt. Und nie auch, also ich hatte immer das Talent und musste nie so richtig diszipliniert arbeiten. Mhm. Was ich auch mir dann im Nachhinein auch so vielleicht die Radkarriere gekostet hat. Weil ich mich da nicht drauf ausgeruht habe, aber wo ich immer merkte, wenn ich einmal eine Woche hart trainiere, dann bin ich wieder da. So, Fluch und Segen zugleich. Genau. Und was eine ganz anderes im Triathlon ist natürlich, da muss man strukturiert und diszipliniert arbeiten, sonst kriegt man das ganze Training, Volumen nicht unter den Hut. Und das war so ein bisschen mein Fluch, aber... Ja, natürlich werden dann irgendwann auch dann die Nachwuchsteams von den großen Radprofi-Teams aufmerksam. Und dann bin ich deutscher Meister geworden, Nations Cup gewonnen in Tschechien, was somit so die größten Rennen zu der Zeit waren. Und dann bin ich halt nach
Holland gewechselt, zu dem besten Nachwuchsteam der Welt damals, Rabobank. Und war eigentlich schon ab dem Moment Radprofi. Also Kontinentalstatus war das schon mit 18 Jahren. Mit Brick Zabel auch zusammen. Und ja, von da an weiß man eigentlich schon im Hinterkopf, ja, man wird Radprofi. Weil man in so einem Team ist, was so TJ van Garderen, also ich kann die alle gar nicht aufzählen, Steven Kruiswijk, also Robert Racing, Glasboom, all die großen Radfahrer kommen daher. Und Bauke Mollema, also ich kann noch weiter, Tom Dumoulin, also Rowan Dennis, alle kommen aus diesem Team. Ja. Und ich war auch in diesem Team. Ja, dann, was auch mal ganz lustig, da gab es auch so interne Leistungsdiagnostiken und da gab es mal so eine Wand mit den höchsten Watt pro Kilogramm. Und da war natürlich Rowan Dennis, war glaube ich auf Platz 1 und ich habe es auf Platz 3 geschafft da. Also, und war nur noch Robert Racing und Rowan Dennis vor mir. Und habe sowas wie jemanden wie Lars Bohm hinter mir gelassen. Und da wusste ich, ich habe dieses Talent, also dieses diagnostizierte Talent. Das war mir auch wichtig, dass ich das diagnostiziert habe. Und war eigentlich rein theoretisch immer besser bei den Leistungsdiagnostiken als den Rest der ganzen Saison. Und ja, das war immer so ein bisschen, genau. Also das diagnostizierte Talent hatte ich immer und im Wettkampf war es immer noch eine ganz andere Geschichte. Ja. Was bist du denn alles gefahren? Also ich meine, Radprofi ist ja dann das eine. Du warst auch in den Teams dann drin und bist dann auch die großen Rundfahrten dabei gewesen, ne? Ja, also klar, ich war dann bei Rabobank, was dann eigentlich leider ein rein niederländisches Team geworden ist. Und dann haben die mich quasi mich gleichzeitig mit Rick Zabel rausgekickt und dann bin ich nach Amerika gewechselt zum Lüstrung-Team. Das ist das zweitbeste Nachwuchsteam oder auch mittlerweile sogar besseres Nachwuchsteam oder das beste Nachwuchsteam der Welt. Da war ich halt ein Jahr noch in Amerika im Kontinentalstatus, U23. Und da bin ich halt dann nach diesem erfolgreichen Jahr, was ich in Amerika hatte, es war sehr erfolgreich mit Profisiegen in Amerika, bin ich dann nach Kendall gewechselt zum World Tour Team, also in die höchste Liga, die es gibt, mit 22 oder 23 gerade, was sehr, sehr jung ist. Mhm. Ja, und ich hatte das auch so ein bisschen so, okay, ich bin jetzt World-Tour-Fahrer. Ja, und dann, klar, fährt man dann die großen Rennen wie Runde von Flandern, Paris-Roubaix, Tour de Suisse, genau, und dann im Hinblick natürlich auch Tour de France, Hometown, Düsseldorf und ja, leider bin ich nie eine große Rundfahrt gefahren. Ich war immer schon in diesem Perspektivkader, sage ich das jetzt mal so, und mehr oder weniger stand es schon im Programm, Vuelta España stand schon bei mir im Programm, was sie dann nochmal kurzfristig 2 Wochen vorher geändert hatten und sowas, wo ja. Da ich dachte, boah, ich fahre in 2 Wochen die Vuelta España. Im Grunde genommen ist dann was passiert, du hast es in der Hosentasche dabei, vielleicht kannst du es gleich nochmal in die Kamera nachher halten später, was dann irgendwie das auch alles vermasselt hat, weil wahrscheinlich wäre die große Zeit ja erst noch gekommen mit den Rundfahrten und so. Genau. Da warst du ja wirklich... weiß nicht, du hattest eine Schale schon an der Startnummer, eine Hand schon an der Startnummer, kann man sagen. Ja. Dann sollte es anders kommen und irgendwie aus dem großen Traum, den du vorhin mal erwähnt hast, ist irgendwie ein geplatzter Traum geworden. Erzähl die Geschichte doch nochmal. Ja, ich bin gegen einen Baum gefahren. es war beim Radrennen in Südfrankreich, Tour de la Provence hieß das, oder heißt es, gibt es glaube ich noch, 2016 im Ende Februar oder Anfang März, ich weiß es gar nicht mehr. Da bin ich im Radrennen bei so einer Windkantensituation. Also Windkante heißt, es gibt so eine Staffelung im Feld. Ich war ganz rechts, habe einen Ellenbogen abbekommen, auf Schotter drauf und dann war wirklich, stand nur ein Baum auf dieser Allee. Und ich krach halt gegen, habe halt nur meinen Arm als Schutz vor meinen Kopf genommen und dann habe ich mir halt hier erstmal Radius und Ulna, also den Arm, den Ellenbogen halt komplett versaut durch den Bruch. Und es war doch auf jeden Fall dann noch eine spannende Aktion danach, das auch alles wieder zu reparieren. Die Ärzte waren eigentlich nicht so erfreut mit dem Bruch. Und es gab auch dann so die Prognose, ja, bin mehr oder weniger am Verlust meines Armes dran vorbeigeschrammt, so ein bisschen, weil die Nerven auch getroffen worden sind. War am Ende zum Glück alles nicht so dramatisch, wie es sich jetzt gerade anhört. Aber da fing es dann auch wirklich so an, so
für mich dann sozusagen, ja, will ich das eigentlich auch? Ich habe auch nie so richtig den Radsport, also ich liebe den Radsport, aber ich hatte nie diese Passion, so wie ich das eben vielleicht mal erwähnt hatte, dass diesen Killerinstinkt. Ich war mal so der Liebe, ja, ich mache meine Arbeit und bin froh, wenn ich so mein Brot abbekomme, so am Ende des Tages. Ja. Und, also vielleicht kann man es auch so sagen, der Bruch war nicht so dramatisch, aber das, was der Bruch ausgelöst hat und so, das war ja auch der Start vom Ende deiner Radsportkarriere so ein bisschen. Ja, das war ja schon dramatisch, was dann irgendwie in den kommenden Monaten irgendwie da bei dir vorgegangen ist. Genau, also muss man sagen, es war dann 2016 und 2017 war ja in Düsseldorf die Tour de France. Ich konnte halt mehr oder weniger ein halbes Jahr, ja, ein bisschen weniger, 4 Monate kein Rad fahren. Habe dann natürlich auf der Rolle trainiert und sowas. Und dann habe ich halt damals auch mit meiner Ex-Freundin dann überlegt, ja, was kann ich dann auch alles ändern, um halt auch wieder, wieder zurückzukommen, so dass ich wieder topfit bin. Und da habe ich halt mich auch total runtergehungert, also auch dann unter psychischen, nochmal zusätzlichen psychischen Stress gesetzt, um diesen Tour de France-Start 2017 noch zu ermöglichen. Und dieser Sturz, diese 4 Monate oder 5 Monate ohne Rennen, war natürlich auch in meinem Vertragsjahr, muss man dazu auch sagen. Weil dann hat man das Jahr, also das Jahr davor, 2015, hatte ich schon echt gute Erfolge gehabt. Und das Team und die Teamleitung oder mein damaliger Manager oder Fahreragent, die haben auch gesagt, ich muss mir für 2017 keine Gedanken machen. Mhm. Ja, sieht man ja, was daraus passiert ist. Das war, also der Bruch an sich war ganz schön hart, auf jeden Fall. Auch das dann mir dazu einzugestehen, ich werde die Tour de France nicht starten. Und ist ja klar, also meine Mutter ist ja auch zu der Zeit oder ist immer noch Bürgermeisterin von Düsseldorf. Hat ja auch natürlich dann intern auch nochmal ganz andere Einblicke oder welche Sponsoren mir eigentlich diesen Start wünschen oder die, wer alles auf meine Mutter zukommt oder meine Schwester oder meine. Ja, Local Hero bei der Tour de France in der eigenen Stadt zu sein, ja, oder das ist schon was Spezielles. Ich weiß noch, da habe ich meine, bisschen emotional, meine ehemalige Direktorin getroffen von der Schule und die meinte, ja, wir werden mit allen Schülern an der Strecke stehen. Und ja, war auf jeden Fall ziemlich hart. Hättest du das dann irgendwie, hätte ich das selber einfach stolz gemacht oder? Ja, für mich, also. Mir ist das eigentlich egal. Scheiße, da werde ich auch immer. ja, es ist. Ich sehe immer noch die Bilder und das. Es tut halt echt noch weh, die Bilder zu sehen. Und man ist halt selbst nicht am Start. Warst du beim Rennen dann selber da? Ich hatte erst überlegt, das nicht zu machen, weil ich das nicht aushalten konnte oder habe gedacht, ich könnte es nicht aushalten. Und dann hat meine Mutter einfach gesagt, ja Ruben, das ist die größte Veranstaltung der Welt. So oder so musst du dieser Veranstaltung eine Chance geben. Und dann bin ich halt auch dann zur Strecke gegangen und habe es mir angeschaut und es ist eine super Veranstaltung. Da in dem Moment war ich auch gar nicht traurig oder böse auf mich selbst oder wie auch immer. Also hast du dann quasi in dem Moment so den Frieden damit geschlossen, so ein bisschen? Ja, die Tour de France, also jeder soll sich es mal miterlebt haben, ist ja, was die Jungs da leisten, ist halt Weltklasse. Und deswegen muss man der Veranstaltung an sich ist halt auch super. Und ich traue dem, also ich, es war gut, dass ich da war, das gesehen habe. Aber ich bin auch ich bin so ein Tagträumer, würde ich auch mal sagen. Und ich sehe mich halt immer noch selbst von der Startrampe rollen. Und das tut immer noch weh, ja. Wie hast du dann so die Kurve gekriegt aus dem Ganzen? Ich meine, du hättest natürlich auch sagen können, ich vergrab mich und denk irgendwie jeden Tag nur noch an die Startrampe von der Tour de France. Aber irgendwann muss ja der Moment gewesen sein, wo du gesagt hast, okay, jetzt, weiß ich nicht, Arsch hoch und
irgendwie nach neuen Zielen suchen und es muss ja auch weitergehen und sowas. Da hast du ja irgendwie das neue Kapitel so mit dem Triathlon dann aufgeschlagen. Wie ging es so dann ab dem Tag, wo du quasi an der Strecke standest und das so gesehen hast, wie ging es dann weiter? Ja, dann hatte ich ja keine Vertragsverlängerung und dann bin ich noch nach Sunweb gekommen, aber nur ins Development Team. Und das ist halt erstmal dann so 3 Stufen darunter, wo du eigentlich schon warst. So degradiert quasi. Genau, und aber mit der Aussicht, wenn ich einen Erfolg habe, bin ich sofort im World Tour Team. Aber das habe ich, da habe ich schon direkt gemerkt, den Drive habe ich halt nicht mehr, um da vorne mit zu sein oder dabei zu sein. Und dann hatte ich da einmal auch einen doofen Sturz wieder, Schleimbeutelentzündung im linken und im rechten Knie und dann wieder 3 Wochen, 4 Wochen kein Rad. Und dann dann habe ich gesagt, nee, ich hab da keine Lust mehr drauf. Einfach klar, im Triathlon kann mir das auch passieren, aber immer von. Es war ein Sturz wie im Rennen. Ich bin einfach nur draufgeknallt. Ich hatte keine Chance. Es war nicht meine Schuld in dem Sinne. Ich war einfach fertig damit. Ich habe gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr darauf. Mhm. Ich mache was Vernünftiges. Und ich werde Triathlet. Ja, das war ja nicht geplant. Das war dann später erst. Ne? Und ich hatte auch eigentlich dann mir selbst gesagt, ich werde nie wieder Profi sein. Das habe ich mir auch deutlich gesagt. Aber natürlich hat man im Hinterkopf immer noch so, ja, ich war deutscher Meister, ich bin ein großes Talent oder ich hatte das Talent, kein großes Talent, aber ich hatte das Talent. Und dann habe ich Sportmanagement angefangen zu studieren, also habe auch dann meinen Vertrag auslaufen lassen bei Sunweb und das war natürlich nichts. Also muss man ja klar, wenn man 15 Jahre Leistungssport gemacht hat oder 12 zu dem Zeitpunkt, Abi mehr oder weniger durchgeschmuggelt, auch viel meinem Vater zu verdanken, der mir da auch viel geholfen hat und letztendlich war das eigentlich auch nichts. Dann Beziehungen natürlich auch zu Ende gewesen, dadurch auch und dann bin ich halt auch so ein richtiges Loch reingefallen von wirklichen Depressionen auch und und ich wusste halt wirklich nicht, was ich mit meinen 24 damals oder 24, was ich dann anfangen sollte. Mhm. Und das war so wirklich so ein luftleerer Raum für mich, so ohne irgendeine Idee vom Leben. Und haben sich eigentlich nur meine Eltern haben mich dann mehr oder weniger dann Halt gegeben und haben mich da mit viel Arbeit, sag ich mal, wieder hinbekommen. Ja. Und wie dann, irgendwann war es ja dann doch so, dass dann vielleicht eine Idee in deinem Kopf war, was du dir eigentlich vorstellst. Und so. Genau, also Triathlon wollte ich schon immer mal machen, weil, wie gesagt, dass die krasseren Typen eigentlich sind oder Frauen. Wie gesagt, man muss ja nach 180 Kilometern nochmal Marathon laufen und ich habe einen guten Freund, Valentin Lenz, der auch Triathlet ist und ich fand das auch sehr athletisch, so wie er unterwegs war, schwimmen, Radfahren, laufen und das war halt noch so die größere Challenge als nur Radfahren und das fand ich so interessant, diese Challenge auch und habe ich mich halt dafür entschlossen, beim Ironman in Hamburg zu starten und habe mich halt quasi echt nur dahin selbst trainiert und ja. War das so Mittel zum Zweck irgendwie so? Ja, auch? Klar, mit irgendeinem Fahren brauchte ich ja. Und ist auch alleine schon eine Schwimmeinheit morgens. Sie hat mich halt mehr oder weniger vor irgendwelchen depressiven Zuständen geholfen oder mich davon entlastet. Und dann bin ich mal zum Schwimmtraining vom Triathlonverein gegangen. Und von da an eigentlich hat sich so eine ganze Gruppe entwickelt hier in Düsseldorf. Wir trainieren zusammen, also sind halt auch jetzt beste Freunde. Und seitdem bin ich eigentlich nur noch erfolgreich. Ja, seitdem geil. Ich da wirklich mich da wieder rausgezogen habe. Ja. Wie so ein neues Elixier gefunden, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist so, vielleicht können wir damit auch den Bogen jetzt irgendwie zum Anfang spannen. Und dann haben wir, glaube ich, auch viel gesagt. Der Triathlon, ist das nochmal so eine Prüfung für dich? Oder willst du dir noch damit irgendwas beweisen, was vielleicht im Radsport so offen geblieben ist? Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund auf jeden Fall, ja. Letztendlich möchte ich es mir selbst eigentlich am meisten beweisen, dass ich das kann. Meine Leistung, also auch den Weg dahin,
zu der Leistung, sei es Leistungsdiagnostik, Training generell, alles. Genau, um dann die wirklich dann zu sagen, ich bin jetzt imstande, Hawaii zu gewinnen. Und ich sehe mich da in ein paar Jahren stehen und habe auch diesen Drive dahin, zu sagen, ich habe jetzt diese Chance, ich habe diese große, also das ist ja wirklich eine riesige Chance für mich nochmal. Und der Einstieg, der war natürlich sehr leicht in den Triathlon für mich, weil ich anscheinend gut schwimmen kann oder besser schwimmen kann. Und Radfahren ist ja klar, Laufen muss ich jetzt auch langsam entwickeln. Seine schwere Teil im Triathlon, der kommt erst noch. Genau. Nee, aber ja, es ist einfach diese Zukunftsversion, die reicht mir schon als Motivation. Ja. Cool. Danke für die Einblicke. Das, danke auch. War vielleicht einzigartig so ein bisschen. Ich meine, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann geht es mehr wahrscheinlich wieder ums Sportliche. Genau. Aber ja, dass man dich mal ein bisschen besser kennengelernt hat und, glaube ich, mal so gesehen hat, dass ein Profi nicht immer nur der harte Hund ist, ist, glaube ich, auch mal ganz schön und ist ja auch cool, dass Leute mal die Chance haben, dich irgendwie so kennenzulernen. Ja, danke auch.